Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos und der heutige Zoo, der kommt von Sina. Sina hat das Ganze am 10.01. eingesendet und hatte schon Angst, dass ihr Zoo nicht mehr drankommen würde, falls ich ein Reset mache. Du hast Glück, auf jeden Fall dein Zoo kommt definitiv noch vorher dran. Ich bin mir auch noch gar nicht sicher, ob ich eins machen werde oder nicht. Ich werde euch da aber auf dem Laufenden halten, also keine Sorge. Und wenn ich das machen werde, dann werde ich das sehr fair gestalten, dass jeder dann wirklich wieder eine gute Chance hat, früh dran zu kommen. Und ja, wir schauen mal. Also ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, werde dazu ein Video veröffentlichen oder sowas, wenn es soweit ist. Und dann kriegen wir das schon alle gemeinsam hin. Jetzt lese ich mal vor, was die Sina uns denn so Schönes geschrieben hat. Hallo Dandy, mein Name ist Sina und ich schaue jetzt seit einiger Zeit deine Bewertungen von den Zoos der Zuschauer. Dabei konnte ich mir schon viele Inspirationen holen und habe nun auch meinen eigenen Zoo fertiggestellt. Natürlich gibt es hier und da noch Verbesserungsmöglichkeiten, aber im Großen und Ganzen ist er fertig. Zu den Infos: Ich habe Strom und Wasser für den gesamten Zoo in den Einstellungen angemacht und die Alterung und Geburt für Tiere ausgestellt, ebenso wie den Tod. Fand ich zum Reinbauen einfach besser. Es gibt trotzdem einige Babys, da ich es zwischendurch mal angemacht hatte. Relativ am Anfang ist ein Rundweg ausgeschildert, allerdings glaube ich, dass er manchmal etwas verwirrend ist. Man muss sich etwas merken, wo man schon mal war. Das heißt, ich werde mich verlaufen, zu 100%. Das weiß ich jetzt schon. Mein Zoo heißt Unicorn World, auch wenn er nicht ganz so bunt geworden ist, wie ich es am Anfang beabsichtigt hatte. Ich habe keine Workshop-Elemente verwendet und auch kaum was von den Bauplänen von Planet Zoo. Also alles soweit selbst gebaut. In Klammern, was man an einigen Stellen natürlich sehr sieht. Ja, das war's erstmal zu meinem Zoo. Vielen Dank für deine tollen Videos, ich gucke sie mir sehr gerne an und habe immer viel Freude daran. Nun hoffe ich, du hast auch viel Spaß in meinem Zoo. Viele Grüße, Sina. Vielen Dank, Sina, für das nette Kompliment. Das freut mich, dass du Freude an meinen Videos hast. Ich habe auch Freude, eure Zoos zu besichtigen. Also würde ich sagen, eine Win-Win-Situation. Und heute besuchen wir gemeinsam deine Unicorn World. Und da sind wir schon angekommen in der Einhornwelt auf Deutsch. Ich bin sehr gespannt. Ich stelle mir das Ganze wie so ein kleines Mädelsparadies vor, muss ich sagen. Mit viel bunten Farben, viel Glitzer, rosa, lila. Ja, ich bin echt gespannt. Also, mal gucken. Ich habe übrigens nur, ja, 23, 24 FPS, also nicht so viel. Ich wollte sogar mal GeForce Now ausprobieren. Das hatte mir mal eine Meinung in die Kommentare geschrieben. Das kann man kostenlos testen für eine Stunde. Ich dachte, das probiere ich mal aus, ob ich dann bessere FPS habe. Das ist so Cloud Gaming, das kennt ihr sicherlich. Allerdings braucht man da, muss man da mega lange warten, in einer Warteschlange. Und dann dachte ich mir, ach, ich habe ja einen Gaming-PC, let's go. Passt schon. 23 FPS müssen reichen. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Erfahrungen mit GeForce Now gesammelt habt, ob sich das lohnt. Weil das kostet, glaube ich, nur 6 Euro im Monat. Und das ist echt eigentlich sehr günstig. Ist eine sehr gute Alternative auf jeden Fall zum Gaming-PC. Oh, schön ein bisschen Wasser. Hier sieht man ein paar Düsen, jetzt vielleicht noch ein bisschen versenken müssen. Unicorn World, da fängt es auf jeden Fall schon mal an mit bunt. Und du hast hier sogar ein Einhorn gemacht, wie cool. Mit einem passenden Logo, sehr schön. Es geht hier direkt in so ein Häuschen rein, sehe ich das richtig? Ich mag das auf jeden Fall, dass du schon mal mit diesem Nebel und so gearbeitet hast. Das finde ich immer sehr schön. Das wirkt so ein bisschen mystisch und mystisch passt ja sehr gut zu einem Einhorn. Ist ja auch ein Fabelwesen. Ist mal was ganz anderes hier, aber gefällt mir bis jetzt. Das Mitarbeitereingang, hier sind auch noch Toiletten. Cool. Hier ist auch noch Rauch. Oha. Welcome. Ist hier irgendwie ein Feuer oder so? Nee, das ist einfach nur Rauch. Scheint sehr gerne mit diesen Düsen zu arbeiten, aber ich mag die auch sehr gerne. Also alles richtig gemacht. Und du hast ja auch alles selber gebaut. Finde ich krass. Gerade was Gebäude und so angeht. Sieht aber bis jetzt sehr entspannt hier aus. Und auch schöne Musik. Ach toll. Ja, hier kann man essen, trinken. Besucher sind leider ausgestellt. Aber ist ja logisch bei den FPS. So, hier haben wir auf jeden Fall die Aldabra-Schildkröte. Ach, wie schön. Das ist eine coole Idee mit dem Haus hier. Dass du so ein Haus mit Glasscheiben gebaut hast, innen drin. Cool. Ja, hier kann man die auf jeden Fall ganz gut beobachten. Ist ein kleines, feines Gehege. Aber jetzt nichts krass Besonderes. Aber muss ja auch im Eingangsbereich gar nicht sein. Amerika, Asien und da geht es auch noch lang. Lion sehe ich da hinten. Aber ich will eigentlich den Rundweg gehen, den du ausgeschildert hattest. Rundweg Start, okay. Asien. Wir gehen nach Asien, Leute. Let's go. Asien. Wie das hier aussieht, voll cool. Was ist denn das für ein Boden? Fühle mich wie in so einer
Einkaufsmall so ein bisschen. Das ist mal was ganz anderes. Was haben wir denn hier? Okay, das ist kein Gehege, das ist nur Deko. Gehen wir jetzt hier hoch? Ja, wir gehen hier hoch. Und Weg. Wir müssen immer schön den Schildern folgen. Welcome. Hier gibt es nochmal Essen ein bisschen. Hier flackert es leider ein bisschen. Aber schöne Musik. Ich finde das toll, dass du daran gedacht hast. Und hier kann man direkt vom Essen die ersten Tiere begutachten. Mit ganz viel Wasser. Aber der Wasserfall sieht vom Plätschern her... ich weiß nicht, ob das nicht zu viel Plätschern ist. Die Bäume sind jetzt teilweise so ein bisschen davor. Aber das sieht mir schon ein bisschen too much aus. Also sieht nicht ganz so realistisch aus. Also ich glaube, weniger ist da manchmal ein bisschen mehr. Oh, guck mal, hier sind Pandas. Ach, süß. Hier kannst du natürlich auch noch alles auskleiden mit Felsen und sowas. So ein bisschen dann... Aber die Idee ist cool, dass du hier so ein Landstück drüber baust. Hier auch wieder ein schöner Unterstand. Den kann man natürlich hier auch an den Ecken noch so ein bisschen... Gerade beim Übergang zwischen Dach und Mauer würde ich immer entweder das Dach überstehen lassen oder irgendwie noch was Besonderes hier dran machen, damit das Haus nicht so... Ja, sonst sieht das so, weiß ich nicht, so Rohbau unfertig aus. Aber es ist eine coole Idee, dass du hier so ein Restaurant direkt hinmachst, wo die Leute nochmal essen können und dann direkt die Pandas begutachten können. Und zur Rechten kann man auch Tiere sehen. Das sind Leistenkrokodile. Ach, wie schön. Cool. Ich glaube, uns erwartet hier ein riesiger Zoo, deswegen will ich mir gar nicht immer so viel Zeit lassen. Ich will aber auch nichts verpassen. Guck mal, das hätte ich jetzt fast verpasst. Hier unten geht es nämlich nochmal in so einen Haus rein. Ich kann mir wieder Tiere raten. Australische Großschabe, oder wie hieß die? Oh mein Gott, ich bin so gut. Ich habe die, glaube ich, das erste Mal erkannt. Guck mal, ich lerne aber dazu. Oh, Skorpione hatten wir sehr selten. Eieiei, das ist auf jeden Fall asiatisch. Was könnte das für einer sein? Ich habe keine Ahnung. Riesenskorpion oder so? Indischer Riesenskorpion, okay. Halb richtig. So, was haben wir hier? Ihr dürft natürlich gerne in den Kommentaren auch mitraten. Ich bin mal gespannt, ob ihr mehr wisst. Wahrscheinlich schon. Ich muss immer das Bild sehen eigentlich. Gott, was ist das? Kann man die irgendwo sehen, die Schlange? Außer da in der Ritze. Das dürfte die... Das ist eine Otter? Ich glaube, das ist die Puffotter. Ne, östliche Braunschlange. Ja, never mind. Ich glaube, die Otter hat einen dickeren Kopf. Also, die ist breiter vom Kopf her im Verhältnis zum Körper. Das meine ich damit. So, was haben wir denn hier? Die verstecken sich auch alle. Ah, ne, da oben ist einer. Ja, das ist jetzt eine Otter, das meine ich hier. Da seht ihr, der Kopf ist im Verhältnis zum Körper breiter. Das ist die mit dem schwarzen Kopf. Das dürfte die Todesotter sein. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Ja, genau. Perfekt. Guck mal, Leute, wir lernen die Tiere hier noch. Gemeinsam. Sehr schön. Nur für Mitarbeiter? Okay. Ah, hier ist auch nochmal eine Glasscheibe eingebaut, dass man sogar die Pandas nochmal begutachten kann. So, let's go. Gehen wir mal hier über die Brücke. Was ist das denn hier? Ist das gewollt mit dem Schild? Ist doch irgendwas schief gelaufen, oder? Geht über den halben Weg und fliegt so ein bisschen. Sieht ein bisschen komisch aus. Auf jeden Fall nochmal ein Schild für ein Leistenkrokodil. Sehr interessante Brücke hier. Nicht schlecht. Auch süß dekoriert. Passend zur Unicorn World. Ist übrigens gar nicht so bunt, wie ich es erwartet hätte. Aber hast du ja auch geschrieben. Oh, hier ist das nächste Gehege. Auch wieder sehr interessant. Aber solche Fels, also solche... Wie heißt das denn? Nicht Fels. Solche Terrainsachen würde ich... Oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, wie niedlich. Solche Terrainsachen würde ich immer mit Felsen ein bisschen auskleiden. Sonst sehen die noch sehr rohbaumäßig aus. Aber auch wieder eine coole Idee hier mit diesem kleinen Zaun. Reicht der denn für den Panda? Das finde ich krass. Das ist doch voll der Klettermax, oder nicht? Das hätte ich nicht gedacht, dass so ein kleines Ding ausreicht. Das sind halt so, diese Burgzinn. Eigentlich. Oh, kleines süßes Gehege. Ich mag deinen Baustil, der ist cool. Oh, hier hast du auch sowas. What? Das reicht aus? Als Mauer? Na, sieht leider ein bisschen copy-pasted hier aus mit den Felsen. Also man sieht, dass du immer wieder den gleichen Felsen genommen hast. Sieht dann natürlich ein bisschen unnatürlich aus. Aber, ja, ich meine, bei so einer Barriere oder Gehegebegrenzung finde ich das gar nicht so schlimm. Ist aber cool, dass man hier so direkt das Gefühl hat, man steht im Gehege. Weil dieses Ding so niedrig ist. Ich hätte nie gedacht, dass das ausreicht. Krass, okay. Nicht schlecht. Okay, gehen wir weiter. Nur für Mitarbeiter. Das ist auch überall diese Atmosphären-Sounds eingebaut. Finde ich mega cool. Wow, okay. Das ist ein cooles Bärengehege.
Schöne Felsen hier hinten. Schön mit Schnee. Was sind denn das? Sind das? Wir müssen ja wieder raten. Ich sage Grizzlies. Na, Isabel Bär. Hätte ich eigentlich drauf kommen können, dass es kein Grizzly ist, weil wir in Asien sind. Okay, never mind. Sind aber auch schwer auseinanderzuhalten, weil es gibt echt viele Bären in Planet Zoo. Aber das ist cool, dass die hier hoch können. Und dann kann man sogar hier oben die nochmal beobachten. Die können hier unten rein. Durch Scheiben kann man die angucken. Und hier oben. Sehr coole Idee. Und auch solche Begrenzungen mit Wasser finde ich immer sehr cool. Gerade bei so Raubtieren. So. Okay, das ist ein Mitarbeiterweg. Kann man das? Nee. Hä? Wo ist denn hier die Begrenzung? Ach, das ist hier diese Mauer. Stimmt. Wollte gerade sagen. Aber ich frage mich gerade, ob man auch irgendwie so eine Tür machen kann ohne so eine Mauer. Ich glaube aber nicht. Na, ist auch egal. Guck mal, hier ist Unicorn World. Alles schön in Pink. Wir gehen mal hier. Oh, hab ein Leck gehabt, sorry. Gehen wir hier lang. Das dürfte der sibirische Tiger sein. Ja, nicht der Königstiger, Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, kommt der Königstiger nicht auch aus Asien? Ich glaube, das kommen beide, glaube ich, aus Asien. Ja, sieht leider hier auch so ein bisschen eckig aus, dieser Unterstand. Aber wenn man da alles selber baut, das dauert halt ewig, ne? Also ich kann das schon verstehen, dass man dann nicht so viel Zeit da rein investiert. Man will ja auch ein bisschen vorankommen. Dafür sieht es wirklich schon sehr gut aus. Bin ich sehr zufrieden mit. Ich finde es auch cool, dass du hier alles abgesteckt hast. Diese ganzen Bordsteine und so. Das ist auch super viel Arbeit. Aber sehr schön mit viel Liebe gemacht. Hier sind ein paar Toiletten. Kann man auch nochmal reingehen. Oh, sogar hier Deko innen drin. Ah ne, das ist gar keine richtige... Ja gut, es ist schon Deko, aber das ist halt so Mitarbeiterzeug anscheinend. Und Elefanten, cool. Gehen wir mal hoch. Welcome. Da gibt es nochmal Futtern und dann kann man sich hier hinsetzen und die Aussicht genießen. Auf die indischen Elefanten. Oh, wie süß. Schau hier mal durch die Scheibe. Können die da oben rauf? Ne, da kann man, glaube ich... Kann man da hin? Ich glaube, hier kann man als Mensch hin. Gucken, ob wir das noch rausfinden. Sehr schöner Tempel hier. Das sieht cool aus, das Gebäude. Das hast du toll gebaut hier. Das sieht richtig cool aus. Schön dekoriert, diese süßen Elefanten. Alles schon ein bisschen im indischen Stil. Ach, schön. Ja, vielleicht hier noch so ein paar Felsen und sowas am Wasser oder am Ufer und ein paar kleine Pflanzen oder sowas, so Büsche. Das hilft meistens, damit das Ganze noch nicht so rohbaumäßig aussieht. Also hier fehlt mir das so ein bisschen, so ein paar Felsen und sowas. Aber ansonsten sieht das schon sehr gut aus. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir performance-technisch aussieht. Boah, ist das laut. Maximum Lautstärke. Ja, hier hast du schöne Felsen gemacht. Ich finde es hier auch wieder cool, dass du dieses, diese Wasserbegrenzung gemacht hast. Das finde ich immer toll. Ist aber immer teilweise echt kompliziert, damit das gut aussieht. Weil normalerweise müsste man hier diese ganzen Ränder mit Klippen. Okay. Hast du Aggression? Normalerweise müsste man hier diese ganzen Ränder mit Klippen eigentlich abstecken, damit das richtig nice aussieht. Aber es ist halt ultra viel Arbeit. Was ist denn mit dir? Stell dir mal vor, du sitzt hier und auf einmal hinter dir kommt da so ein indischer Elefant und reißt einfach die Mauer ab. Geil. Aber jetzt können wir hier durchgucken. Dankeschön. So, was haben wir hier? Ah, hier hast du das auch wieder gemacht. Nee, hast du nicht. What, das reicht aus? Also ich bin gerade echt impressed von den Mauern, die du hier gebaut hast. Gehegebegrenzung. Für so eine sportliche Katze, die 4 Meter hochspringen kann, gefühlt, reicht das hier aus. Ah ja. Logik von Planet Zoo. Nee, Leopard. Das ist auf jeden Fall ein Tier auf meiner Liste. Den möchte ich mal in echt sehen. Ganz dringend. Also ich muss bald mal wieder in den Zoo, aber ja, ich bin da halt zwiegespalten, ob ich Zoos unterstützen sollte oder nicht. Die tun ja teilweise was Gutes, aber Tiere in Gefangenschaft und ja, schwierig, schwierig. Wo kann man denn sibirische Tiger, nicht sibirische Tiger, wie komme ich denn jetzt darauf? Schneeleoparden in echt sehen. Wahrscheinlich irgendwo ganz weit im Osten. Ist aber auch süß, das Gehege. So, let's go. Weiter geht's. Essen, trinken, schöne Deko, schöne Blumen. Oh, guck mal, wie viele Blumen du hier platziert hast. Unicorn World, alles für die Frauen. Nächstes Gehege. Ich finde es toll, dass jedes Gehege eine andere Begrenzung hat und einen anderen Stil so ein bisschen. Das finde ich ganz toll. Hier haben wir nämlich
Trampeltierchen. Oh. Wieso heißen die eigentlich Trampeltier? Sind das... Kamele sind doch auch größer, oder? Was ist der Unterschied zu einem Kamel? Kamele haben doch auch zwei Höcker. Andromeda war noch die... Ne, Dromeda hießen die nur, ne? Das hatten wir schon mal in den Kommentaren. Mit nur einem Höcker. Ich habe auch hier wieder einen eigenen Unterschlupf und so gebaut. Also das finde ich echt cool, dass du dich so ausgetobt hast, kreativ. Ich meine, hier kann man immer noch mehr Arbeit reinstecken. Ein bisschen Wanddeko, ein bisschen Tiefe. Vielleicht hier diese Holzpfeiler nochmal so als Zwischenpfeiler hier zwischen die Steine oder so. Dann sieht das Ganze schon interessanter aus. Aber dafür, dass du wirklich alles selbst gebaut hast, ist das schon wirklich beeindruckend. Auch coole Tiere, mag ich sehr gerne. Hier ist ein begehbares Gehege. Jetzt nochmal auf Toilette. Ich finde es auch cool, du hast hier immer die Toilette mit den Mitarbeiterwegen so ein bisschen verbunden. Finde ich gar nicht schlecht. Oder Mitarbeitereingängen. Cool. So, gehen wir mal zu den Japan-Makak. Wow, hier ist auch so eine Glasscheibe reingebaut. Auch nicht schlecht. So, gehen wir mal rein. Oha. Oha, die können ja über uns rüberklettern, glaube ich. Das ist ja mega. Hier sind so Glasscheiben und da können die draufklettern. Das sieht zumindest hier so aus wie so Kletterbalken und alles. Das ist cool. Schade, dass da gerade keiner ist. Hätte ich gern gesehen. Okay, hier können die auch noch hoch. Ah, hier können die dann auch schlafen und so. Kommen die denn da hoch? Oder war das nur geplant? Ich sehe jetzt hier keinen Weg, der nach oben führt. Keine Ahnung. Hier kann man die dann auch nochmal durch die Scheibe angucken. Und hier kann man nochmal ins Gehege rein. Obwohl, hier ist gar kein Weg, ne? Hier könnte man rein theoretisch ins Gehege reingehen. Hier sind die ganzen Japan-Makaks am Klettern. Sehr süß. Was ist denn hier hinten? Können die ja auch noch hin? Ach, hier können die auch noch durch. Okay. Können die dann auch nochmal so ein bisschen chillen. Sieht natürlich hier ein bisschen kahl und so noch aus, aber das ist schon in Ordnung. Aber ich finde die Idee cool, dass sie so übers Dach laufen könnten, aber ich glaube, da ist kein Weg nach oben. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du hattest die Idee, hast es dann aber am Ende vergessen oder so. Könnte ich mir vorstellen. Wäre so ein typischer Dandy-Move. Sachen zu planen und dann zu vergessen. So. Essen, Trinken. Du hast da echt viel dran gedacht. Also du hast richtig viele Essens-Trinken-Ecken. Das kommt schon sehr nah an so einen richtigen Park ran. Das hat man da ja auch. Oh, hier kann man auch nochmal rein. Und die... Oh, wie viele das sind. Die machen gerade richtig hier eine Session. Alle einmal im Schlamm suhlen. Wer wird da mitmachen? Hier in der Mitte. Ich nicht. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es, den geheimen Weg entdeckt. Auf nach Amerika. Oha. Ein geheimer Weg? Oh, ich bin so gut. Ich will aber jetzt noch nicht nach... Sollen wir nach Amerika? Eigentlich ist diese Aufforderung schon sehr verlockend. Ne? Ich gehe nochmal kurz hier rein. Hier ist auch nochmal wieder Restaurants. Und hier kann man sogar nochmal durchgucken. Auch wieder cool, ne? Hier kann man sich Essen holen und dann kann man hier die Panzernashörner begutachten. Komm, wir gehen nach Amerika, Leute. Ihr wollt es doch auch sehen. Ich auch. Let's go. Amerika. Oh, hier fährt eine Lok oder eine Schiene durch. Eine Bahnstrecke durch. Ah, ich dachte gerade, hier gibt es so eine... Das sah gerade von hier so aus so ein bisschen, als wenn hier so eine Weiche wäre. Schade. Ich dachte, das gibt es mittlerweile. Das wäre mega cool, wenn man diese Schienen auch hier reinführen könnte. Das wäre nice. Gibt es leider in Planet Zoo, glaube ich, gar nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mir den Rundgang damit voll kaputt mache, dass ich jetzt nach Amerika gegangen bin. Oh. Ist das nicht... Jetzt mach... Ist schon ein bisschen absurd gerade, ne? Sind das nicht voll die Schneetiere? Dallschaf? Die sind ja auch voll weiß und so. Das sind doch auch aus dem Arktis-DLC. Und dann in so einer Wüstenlandschaft. Kein Problem. Bisschen strange. Da hinten ist ein bisschen Schnee. Okay, gerechtfertigt. Und hier ist mega das Schneegehege. Was haben wir denn da hinten? Hier da keine Tiere. Doch, da. Eisbären sind da drin. Aha. Okay. Okay, okay, okay. Kommt man nur über diesen geheimen Weg nach Amerika. Oh, ich hab grad mega die FPS-Drops. Holy shit. Willkommen in Amerika. Ja. Amerika, ist ja richtig flüssig. Würde gerne mit der Lok fahren eigentlich. Ich glaube, das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, Leute, wisst ihr was? Komm, wir fahren eine Runde. Und los geht die wilde Fahrt. Unter der Brücke durch, wo wir gerade drauf standen. Oh, hier kann man sogar reingucken.
Ah, hier ist der Unterstand für die Schäfchen. Schäfchen im Wüstengehege. Oh, nicht schlecht. Habe ich so noch nie gesehen. Den Zug kann man übrigens auch einfärben, ne? Für die, die es nicht wissen. Ich sehe den meistens irgendwie nur in Rot. Ich meine, der sieht in Rot auch sehr schön aus, aber man kann ihn auf jeden Fall einfärben. Also hier im Arktis-Bereich merke ich so ein bisschen die FPS-Drops. Aber ist alles noch völlig im Normbereich. Irgendwer hat mir mal in die Kommentare geschrieben, dass Eisbären das Tier in Planet Zoo sind, was den größten Platz braucht. Das größte Gehege. Stimmt das? Sieht cool aus hier. Ein paar Eisschollen hast du ja auch hingemacht. Ich würde ja gerne mal so einen Park sehen, wo richtig viele, also so richtig Eisschollen und sowas nachgebaut sind. So richtig krass. Würde ich gerne mal sehen. Ich finde die Kombination voll interessant. Das ist so Wüste und Schnee. Habe ich so noch nie gesehen. Ja, guck. Werden wir gerade von einem Mitarbeiter ausgebremst? Finde ich total seltsam, so diese Kombination. Ist, glaube ich, auch ein bisschen unlogisch, oder? Der Eisbär sieht auch, das sieht so aus, als wenn er hier gar nicht hinpasst. Das ist total strange irgendwie. Kommt mir das nur so vor oder kommt euch das auch so vor? Also ich finde das ein bisschen seltsam. Bei den Schafen fällt mir das halt noch mehr auf, weil da gar kein Schnee im Gehege liegt. Komm, gib Gas. Fährt er da hinten nur zurück? So, jetzt sind wir wieder neben der Station, wo wir gestartet sind. Ah, und da kommen auch schon die Kollegen angefahren. Und gegenüber sind hier rechts alles noch. Das ist alles voll groß. Ich glaube, der Zoo ist wirklich riesig. Das könnte echt ein langes Video werden, Leute. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, bis jetzt ist es sehr angenehm und macht mir sehr viel Spaß. Hier ein Zaun? Oder ist hier nur so... ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass hier ein Gehege ist. Ja, auch hier in so Flüssen und sowas fehlen halt auch ein bisschen diese Felsen und so. Und diese Deko. Aber das ist halt immer das, was auf der Strecke bleibt. Diese feinen Sachen. Wenn man, je größer man baut, desto schwieriger wird es natürlich, auf solche kleinen Details Acht zu geben. Deswegen bin ich auch größerer Fan davon, klein Zoo zu bauen und dafür mehr Liebe zum Detail. Dann geht das Besichtigen zwar auch irgendwie dann teilweise vielleicht nur 15 bis 20 Minuten, aber dafür sehen die Sachen dann wirklich richtig gut aus. Das soll jetzt nicht heißen, dass es hier schlecht aussieht, aber man sieht halt, dass das so ein bisschen fehlt. Ne? Du hast auch hier an den Baumstämmen zum Beispiel keine Büsche und sowas. Normalerweise macht man das so, also ich kenne es zumindest so. Aber das ist halt alles diese feine Arbeit, die auf der Strecke bleibt, wenn man groß baut. Das ist halt ganz normal. Was ist das hier für ein riesiger Wald? Okay, Leute, ich habe gerade mal geguckt. Also diese Zugstrecke fährt hier einmal komplett am Rand entlang und hier wieder zurück. Ich glaube, die sparen wir uns jetzt einfach mal. Aber so spannend ist die, glaube ich, nicht. Das sind alles Sachen, die wir gleich noch so zu Fuß sehen werden. Und ich kann es euch mal einmal spoilern. Der Zoo ist wirklich riesig. Wir haben noch viel vor uns. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Ich würde fast sagen, wir gehen wieder zurück zum Rundgang, Leute. Oder sollen wir noch schnell America? Komm, wir machen eben America durch. Und dann gehen wir wieder zum Rundgang. Ich denke mal, das ist eine sehr gute Lösung. Weil so viel wird es hier hoffentlich nicht mehr geben. Ich finde es aber cool, dass du America einfach mit Arktis austauscht. Auch nicht schlecht, weil bis jetzt habe ich nur Arktistiere hier gesehen. Nordamerika. Amerika. Deutsch. So, hier haben wir... Das dürfen dann Springböcke sein, oder? Ne, Gabelbock, stimmt. Oh, ich fand, die beiden verwechsel ich auch immer. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Gabelbock, das ist... Ist das nicht der einzige aus Nordamerika? Kann man das denn nochmal sehen? Da, Nordamerika, genau. Oh, habe ich schon wieder verwechselt. Aber bei diesen Böcken tue ich mich ja auch sehr schwer. Oh, das ist ein begehbares Gehege. Okay, krass. Aber hier auch wieder schön die Bordsteine abgesteckt. Sind die dafür geeignet, für begehbare Gehege? Habe ich so auch noch nie gesehen. Südamerika. Wir gehen erstmal nach Nordamerika rein. Genau, hier haben wir nochmal die Dallschafe. Was haben wir hier? Ach, hier ist schon ein Eisbär. Guck mal hier, das ist auch wieder krass, ne? Ne, ist das hier Eisbär? Ne, da hinten ist Eisbär. Was haben wir denn hier? Ah, hier haben wir den nächsten Bären. Ich glaube, das ist ein Grizzly jetzt aber. Sind das Grizzlies? Ja, das sind jetzt Grizzlies. Passt ja auch, Nordamerika. Aber hier auch wieder krass, ne? Dass diese Felsen... Ne, da hätte ich voll Angst. Wenn ich hier stehe und hier hinter ein Grizzly... Ne, das wäre mir zu gruselig. Da würde ich mich nicht hinstellen. Da hast du auch wieder einen Unterstand gebaut. Aber hier fehlen halt auch wieder die Klippen.
Man muss halt so Terrain eigentlich immer mit Klippen kombinieren, damit es natürlich aussieht. So, hier ist der Eisbär. Haben wir ja gerade auch schon zu Genüge gesehen, die Gehege. Auch schon wieder Essen, Trinken. Das finde ich wirklich toll, dass du überall immer diese kleinen Essens- und Trinkensachen gebaut hast. Hier geht der Rundweg sogar weiter. So, habe ich mir den Rundgang kaputt gemacht, Leute? Damit, dass ich den geheimen Gang erforscht habe. Hier hast du Wölfe. Eine kleine Brücke. Aber ich finde auch hier wieder die Kombination irgendwie. Sieht alles so. Also Sahara-mäßig aus, also so wüstenmäßig. Ich meine, das geht ja für Nordamerika, aber Schnee und diese Wüste und dann die andere Felsfarbe finde ich irgendwie. Weiß nicht. So ungewohnt. Ich habe auch hier wieder einen eigenen Unterstand und so gebaut. Na cool. Ich mag ja sehr gern diese Arktik-DLC-Wege. Und auch noch was? Ne, das ist jetzt hier der Teil, den wir vorhin die ganze Zeit lang gefahren sind, glaube ich. So, hier ist nochmal ein Fluss. Aber hast du schon mal versucht, den Flussverlauf so ein bisschen gut darzustellen. Ist aber tatsächlich schwierig so mit Flussverläufen. Da musst du dann noch so ein paar Klippen einbauen, so ein bisschen sprudeln am Rand und so, damit das realistisch aussieht. Aber geht schon mal in eine gute Richtung. Diese stromschnellen Dinger, die du hier eingebaut hast, die sind schon mal auf jeden Fall ein guter Weg in die richtige Richtung. Südamerika. Oh, wo geht's denn hier rein? Oh, direkt diese Tropenstimmung. Diese atmosphärischen Sounddinger sind wirklich gut. Also kann ich euch nur empfehlen, das zu machen. Oh, hier haben wir Tapire. Die Babys sind ja so süß, ne? Mit den Flecken. Cool, das ist ein richtiges Tropenhaus. Mega. Oh, und zu unserer Linken haben wir die nächsten Tiere. Die Galapagos-Riesenschildkröte müsste es sein, ja. Oh, cool. Cool, cool, cool. Nochmal Wasser. Hier auch das Plätschern leider ein bisschen übertrieben. So, jetzt geht's wieder ans Tiere raten. Oh Gott. Eigentlich dauert mir das jetzt zu lange bei so vielen Dingens. Boa Constrictor, aber dem hätte ich auch gerade gar nicht gewusst. Irgendwas mit Riesenkäfer oder so? Riesenbockkäfer, genau. Ja, wir machen das aber jetzt nicht. Leider sind die echt nicht so spannend, diese Vivarien, muss ich sagen, zum Beobachten, weil die immer gleich sind. Die Tiere bewegen sich halt auch leider nicht. Das ist sehr schade, finde ich. Mitarbeiterweg, hier geht's dann durch. Rundweg. Hä, ich habe mich komplett verlaufen, oder? Wieso ist denn jetzt hier wieder der Rundweg? Ach, okay, jetzt haben wir, glaube ich, Amerika abgeschlossen. Wir sind jetzt Südamerika wieder rausgekommen. Verstehe. Aber was habe ich denn... Wo geht's dahin? Ausgang. Rundweg Ende. Irgendwas falsch gemacht, Leute. Zu 100%. Oder? Egal, wir haben Amerika abgehakt. Wir gehen jetzt wieder den Weg zurück. Und dann versuchen wir, den alten Rundweg weiterzulaufen. Kann auch gut sein, dass ich den Rundweg in Amerika abgeschlossen habe. Dann würde es sogar Sinn ergeben. Das kann sein. Aber ich muss es jetzt erkunden wegen dem geheimen Gang, den wir entdeckt haben. Wir gehen jetzt hier ganz normal weiter. Sind wir wieder bei den Trampeltieren. Hier rechts sind die Panzernashörner. Die hatten wir vorhin schon gesehen. Wo sind sie denn? Ach, verstecken sich leider. Hier ist auch ein riesiges Gewässer. Voll cool. Hier hast du auch viel Felsarbeit gemacht. Cool. Hey, ja. So. Hier gibt es wieder Essen, Trinken. Da bist du dir auch treu geblieben. Oh, Ganges Gaviar gibt es hier zu sehen. Ich finde das auch toll, dass du immer diese Essens-Trinken-Sachen eingebaut hast und immer eine Scheibe oder irgendwie einen Ort, wo man die Tiere beim Essen oder Trinken beobachten kann. Ich meine, wie cool ist das, wenn du so eine Mittagspause machst und dir dann noch die Tiere angucken kannst, hier auf der Seite auch. Also ich finde das mega. Da würde ich mich mega drüber freuen, wenn das in so einem Zoo so wäre. Oh, hier ist natürlich... Es ist immer schwierig, teilweise, gerade was Treppen und so Gänge nach oben angeht, so diese Bauwerke mit den Wegen zu kombinieren. Hier ist auch ein bisschen was missraten, aber gut, kann passieren. Halb so wild. Hier kann man auch nochmal von oben dann gucken. Die Ganges Gaviale. Bitte nicht füttern. Ich glaube nicht, dass man da was reinwerfen muss. Man könnte einfach reinspringen. Ein Ganges Gavial snackt einen bestimmt weg, wenn der so groß ist. So. Okay, weiter geht's. Hier können wir wieder die Ganges Gaviale angucken.
Was ich gerade noch ein bisschen vermisse, ist Underwater Viewing. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, hier kann man nochmal die Panzernashörner beim Schlafen beobachten. Wobei das hier ein bisschen vom Terrain unglücklich geworden ist, ne? Dass du hier erhöht hast und dann noch dieses hohe Gras. Dadurch sieht man aus normaler Perspektive nicht viel. Da muss man schon hier rüber klettern. Wahrscheinlich aus Versehen passiert. Nächstes begehbares Gehege. MWV. Wenn heute unser Glückstag ist, dann sehen wir einen sein Gefieder aufklappen. Das ist ein Baby, das ist ein Weibchen. Und hier kann man sogar nochmal die Krokodile angucken. Oder Alligatoren. Ich weiß gar nicht den Unterschied. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Komm, mach es zu meinem Glückstag. Du willst es doch auch. Aber du hast halt hier auch überall dieses Wüstengras. Es liegt einfach, glaube ich, daran, dass du so eine Insel genommen hast mit diesem Wüstengras und sowas. Finde ich immer sehr schwierig, diese... Ich weiß gar nicht, was das ist. Sahara oder so? Nee, wie heißt denn das? Weiß ich gerade nicht. Ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. Hier kann man wieder rausgehen. Exit Asien. Okay, wir haben den ersten Bereich, glaube ich, abgearbeitet. Auch hier schön der Anfang schon gemacht, aber dahinter hast du wahrscheinlich noch nicht alles geschafft. V. Jetzt können wir nochmal unter ein Dach durch. Hier wären wir vorhin lang gekommen, ne? Genau. Hier waren wir vorhin, da sind wir jetzt aber durchgegangen. Heißt, wir können hier weitergehen ohne Probleme. Und dann haben wir den zweiten Bereich abgearbeitet. Nicht schlecht. Du bist wieder essen, trinken und du bist wieder treu geblieben. Hier kann man sogar wieder Tiere angucken. Wow, das sieht ja interessant hier aus. Hier ist direkt so ein Dach und hier ist alles am Plätschern und hier ist eine riesige Brücke. Wo sind die Tiere, wenn man sie braucht? Geht jetzt mal rein, Leute. Wir wissen, was für Tiere hier leben. Das sieht schon cool aus hier mit dem Nebel und dem Wasser. Oh, da schwebt ein Felsen. Unicorn World, hier ist nichts unmöglich. Magic. Aber auch wieder ein bisschen sehr viel Geplätscher. Was haben wir denn hier? Ach, jetzt sind wir wieder bei den Pandas am Anfang. Cool. Okay. Nicht schlecht. So. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Wo sind wir denn gerade reingegangen? Wir waren doch... Hier sind wir reingegangen, ne? Genau, hier sind wir reingegangen. Hier sind wir rausgekommen. Das heißt, jetzt geht's nach Afrika, Rundweg. Also bis jetzt ist die Ausschilderung echt gut. Muss man sagen. Hier gibt es Löwen zu sehen. Cool. Da oben steht auch Lion. Das hatten wir ja vorhin schon gesehen. Hier geht es auch nochmal hoch. Geht es in Afrika rein? Ne, ist wieder so eine kleine Chill-Area. Da kann man dann auch nochmal von oben auf die Löwen gucken. Oh, das sind sogar Junge. Die haben aber gar kein Männchen. Na gut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier oben lang gehen oder unten. Gehen mal kurz runter. Kurz gucken, was hier ist. Ah, da geht es auch einfach rein in den Bereich. Rundweg. Muss eigentlich der Beschilderung folgen, ne? Ja, Rundweg. Gehen wir hier rein. Essen, trinken. Hier wäre ich dann vorne runtergekommen. Da war ich ja gerade. Also haben wir nichts verpasst. Afrika. Okay. Ich gehe mal davon aus, wir kommen jetzt hier hin. Welt der Affen geht jetzt hin, zum Rundweg. Hier haben wir aber erstmal Flamingos. Wunderschön am Posen. Diese Mauer mag ich ja irgendwie nicht so als Gehegebegrenzung, ne? Diese roten Bricks. Wie heißen die denn? Backsteine? Ich weiß es nicht auf Deutsch. Da bin ich nicht so der Fan von. Also als Mauer mag ich das zumindest nicht. Hier als Gebäude finde ich die nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich nur so ein persönliches Ding von mir. Was haben wir denn hier? Oh, das ist ja cool. Hier ist so ein Tunnel. Und links und rechts sind Affen zu sehen. Das ist cool. Können die auch raufklettern auf den Tunnel? Das finde ich, würde ich auch nice finden. Schimpansen haben wir links. Aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Weil die sonst rüberklettern könnten. Wo sind die Schimpansen? Na gut, ist denen wahrscheinlich zu warm. Die schlafen gerade in der Sonne. Haben wir auf jeden Fall viele Klettermöglichkeiten. Oh, da hinten sind sie ein bisschen am Rumlaufen. Okay, und hier rechts haben wir Mandrills. Oh, das schwebt hier leider auch ein bisschen. Oh, das sind alles so Kleinigkeiten. Das sieht man von oben meistens gar nicht, wenn man das Ganze baut. Aber ist cool, so ein Glastunnel. Schon interessant. Oh, hier haben wir jetzt schon das nächste Gehege. Hier haben wir, wie heißen sie denn nochmal? Uran-Utans. Die sind auch toll, Uran-Utans. Ganz tolle Äffchen. Hier geht es auch nochmal rein. Hier könnt ihr dann schlafen. Ist sogar so eine Lücke eingebaut, dass man
die nochmal beobachten kann beim Schlafen. Das ist immer noch Mandrill. Sind hier Flamingos mit Katas und Waris kombiniert. Oh ja. Okay. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Eine sehr seltsame Kombination. Ich kann mir vorstellen, dass die Affen irgendwann auf die Flamingos draufklettern aus Langeweile. Hat man gerade gar nicht gesehen. Interessant. Sehr interessant. Wo komme ich jetzt denn her? Hier, ne? Ja, okay. Ich habe mich nicht verlaufen. Sehr gut. Ah, hier ist nochmal so eine kleine Chill-Area. Da kann man dann auch nochmal die Orang-Utans beobachten. Die können auch hier oben überall hinklettern. Finde ich cool. Geht's weiter. Wieder Essen, Trinken. Also das hast du wirklich ausreichlich für gesorgt. Vielen Dank, hä? Ach, hier geht's auch nochmal rein. Hier sind dann wieder Vivarientiere. Guck mal, das ist jetzt die andere Otter, glaube ich. Genau, das ist nämlich die nicht mit dem dunklen Kopf, sondern diesem gestreiften Körper. Das ist die Puffotter. Müsste das sein. Todesotter ist die mit dem dunkleren Kopf. Genau, seht ihr. Ah, bei denen habe ich schon mal gecheckt so langsam. Ein Goliath-Frosch da. Und die Achatschnecke, oder wie die heißt. Ist auch wieder schöne Geräusche. Ja, hier sieht man dann die Flamingos. Hier kann man dann einmal komplett außen rumlaufen. In der Mitte sind Vivarien. Und da kann man dann die ganzen Tiere beobachten. Die klettern auch hier rüber. Wie cool. Die können sogar auf die Vivarien drauf. Das ist ja nice. Das finde ich cool. Sehr cool gemacht. Habe ich mich jetzt verlaufen? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Eingang. Also wir sind jetzt hier einmal durch. Hier kann man dann nochmal rein. Rundweg. Ich habe Angst, mich zu verlaufen, Leute. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Seid mir nicht böse. Weil wir haben uns das Gehege noch nicht angeschaut. Mit den Kaffernbüffeln. die Wurzeln. Gucken da auch so ein bisschen durch. Ja, sieht halt hier teilweise noch ein bisschen unfertig leider aus. Wie her? Nee, ich glaube, wir haben nichts verpasst, so. Doch, hier geht es auch nochmal oben ran. Rundweg. Müssen wir jetzt erst hier lang, oder? Nee, ich verstehe, okay. Verstehe, der Rundweg führt uns hier hin. Dann gehen wir hier durch. Und hier kommen wir wieder raus. Hier sehen wir dann zum Rechten nochmal die. Hier haben wir dann die nächsten. Das sind... die denn nochmal? Was mit N oder so, ne? Niala, genau. Niala. Hätte ich auch auf der Liste gucken können wahrscheinlich, ne? Da, Nuyali steht da fast drauf. Niala. Ne, ich verwechsel ich immer mit den Bongos, weil die Bongos haben auch solche Streifen. Genau, und hier waren die Löwen. Jetzt ergibt nämlich alles Sinn. Das ist hier das Affen- und Flamingo-Haus. Eine sehr witzige Kombination. Hier können wir jetzt auch nochmal runter gucken. Hier haben wir Flusspferde. Der balanciert da gerade diesen komischen Kasten auf seiner Nase. Sehr süß. Okay. Wir gehen aber Zugfahrt, Tüpfel hin. Wir gehen mal ganz kurz hier hoch. Und dann gehen wir den Rundweg weiter. Hier sind übrigens die Kaffernbüffel, die wir vorhin gesehen haben. Oh Gott, das wird gerade verwirrend, Leute. Hier sind auf jeden Fall die Tüpfel hin. Finde ich auch mega cool. Toiletten, Essen, Trinken, so wie immer. Hier sieht man noch die Flusspferde. Die Flusspferde scheinen auch ein großes Gehege zu haben. Und hier geht es dann... Ah, hier kann man die nochmal beim Schlafen angucken. Auch cool. Afrika-Station. Genau, hier wäre dann der Bahnhof, was wir vorhin abgebrochen haben. Ah, sehr cool. Haben wir nichts falsch gemacht. Das heißt, wir können jetzt wieder zurücklaufen. Ein ganzes Stück. Ohne uns zu verlaufen, hoffentlich. Und dann sollten wir den Rundgang fortführen können. Genau, jetzt geht es nämlich hier den Rundweg weiter. Ich glaube, bis jetzt haben wir gar nicht so viel falsch gemacht. Kannst du gerne in die Kommentare schreiben, Sina. Aber hier sieht man schon... Oh, Underwater Viewing. Das ist das erste Mal. Und da schwimmt sogar ein Elefant. Wie cool.
Ist ein großes Afrika-Gehege mit ganz vielen Böcken und Elefanten und Giraffen sehe ich hier im Hintergrund. Und auch wieder Nebel und so, sehr schön gemacht. Cool. Das ist ja nice, dass wir sogar einen beim Schwimmen erwischen gerade, einen Elefanten. Meistens ist es ja nicht der Fall. Oh, hier unten kann man auch nochmal rausgucken und dann kann man hier auch nochmal ein Tierchen sehen. Nicht schlecht. Safari-Ausguck, Rundweg. Wir gehen natürlich erst zum Safari-Ausguck. Flusspferde. Ah, hier kann man die auch nochmal sehen. Das ist ja cool. Das ist nochmal so eine Area hinten, wo die nochmal schwimmen können. Lunchen können so ein bisschen. Sehr cool. So, und hier hat man dann nochmal einen schönen Ausguck. Das riesengroße Afrika-Safari-Gehege. Oh, mit einer Mini-Giraffe. Süß. Hier ist auch echt viel drin. Faue sehe ich. Springböcke. Faue, sage ich schon. Strauße meine ich natürlich. Ja, da ist gerade ein Tier verschwunden. Habt ihr es gesehen? Hm. Zebras sind da auch noch. Und hier unten ist sogar ein Elefant, der jetzt planschen geht. Cool. Gefällt mir. Und wir gehen den Rundweg weiter. Nee. Ich bin jetzt verlaufen? Nee, ne? Ist alles richtig. Alles richtig. Bin immer zu vergesslich für sowas. Safari-Ausguck. Da gehen wir als erstes hin. Oh, hier haben wir Pumba. Batzenschweinchen. Ich finde immer dieses hohe Gras echt schwierig. Finde ich schwierig zu kombinieren. Tatsächlich. Ich platziere sowas immer lieber selber. Was halt viel, viel anstrengender. Wenn man für jedes Gras einen eigenen Busch baut. Vor allem leidet auch die Performance drunter. Safari-Ausguck. Und die Zeit vor allem. Ich habe ja momentan eh allgemein keine Zeit, selber zu spielen. Deswegen bin ich mega froh darüber, dass ihr mir immer Zoos einschickt. Das macht einen nämlich auch sehr glücklich. Und ich finde es immer toll, dass jeder von euch so einen anderen Baustil hat. Und das ist super. Also es macht echt viel Spaß, dieses Projekt. Deswegen habe ich ja auch so viele Zoos eingeschickt gekriegt von euch. Das ist echt krass. Hinter könnt ihr dann auch nochmal schlafen. Rundweg. Wir gehen hier weiter. So, jetzt sind wir wieder bei den Löwen. Ich glaube, wir haben Afrika abgearbeitet. Ja, haben wir tatsächlich. Rundweg. Exit Afrika. Rundweg. Kommt jetzt der nächste Bereich. Jetzt geht es nochmal nach... Waren wir nicht schon in Amerika? Zugfahrt nach Amerika. Ah, ich glaube, wir haben... Amerika allerdings schon erkundet mit unserem geheimen Gang. Guten Hunger, dankeschön. Ich habe gerade aber schon gegessen. Guck mal, hier so ein Eisbär. So eine Eisbärenstatue. Auch nicht schlecht. Ach, hier sind wir gerade durchgelaufen. Das ist hier dieser Tunnel, der Affentunnel. Mitarbeiterweg. Hier wird es dann zur Zugfahrt gehen und dann würden wir nach Amerika kommen. Und dann könnten wir das erkunden und dann wird es zum Ausgang gehen. So hätten wir es eigentlich machen müssen, aber wir haben das jetzt abgekürzt, weil wir den geheimen Gang gefunden haben. Ich glaube, wir haben das relativ gut gelöst, oder? Oh, schön, nochmal ein Verabschiedungsschild. Bis bald. War schön in deinem Zoo, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Einsenden. Nochmal schöne Musik. Wir schauen natürlich uns das Ganze jetzt nochmal ganz kurz von oben an. Definitiv. Haben wir ja gerade schon einmal gesehen. Also es ist schon sehr groß geworden. Ja, wenn man so groß baut, dann kann man leider nicht so viel... Liebe zum Detail an jede Klippe und sowas stecken, das ist halt leider so. Weil das ist schon sehr groß. Also, wenn ich, glaube ich, nochmal ein Zoo bauen würde jetzt, dann würde ich, glaube ich, nur so dieses Eck hier bauen. So wie Asien. Ich glaube, viel größer würde ich nicht mehr bauen. Und dann das Ganze einfach sehr interessant gestalten und gut dekorieren und sowas, das reicht völlig aus. Also ein Viertel oder ein Drittel von diesem gesamten Zoo würde ich, glaube ich, persönlich nur bauen. Aber das ist alles so, ja, je nachdem, wer möchtet. Man muss ja auch nicht immer so viele Details haben. Dafür haben wir jetzt zum Beispiel viele Tiere gesehen. Und ich fand es auch echt toll. Es hat echt richtig Spaß gemacht. Mal kurz bei Nacht nochmal schauen. Wie du hier beleuchtet hast. Dauert immer einen kleinen Moment. Ich schaue jetzt nur kurz rüber, ob ich irgendwas mega Besonderes sehe. Guck mal, hier könntest du zum Beispiel noch Scheinwerfer oder so drauf machen. Aber bist du wahrscheinlich noch nicht dazu gekommen. Oder hier so Scheinwerfer, die diese Statuen beleuchten. Das bietet sich immer an. Oh, guck mal, das Ding hier hinten hast du beleuchtet. Sehr schön. Ah, ich glaube, bei Nacht hast du das Ganze noch nicht so bearbeitet. Deswegen passt schon.
Das ist ja auch so eine Sache, die macht man nur, wenn man noch wirklich Zeit hat. Und Zeit ist meistens nicht vorhanden. Ich glaube, wir haben aber nichts verpasst und nichts übersehen. Oh, das wollte ich nochmal. Nee, ich wollte nochmal irgendwas gucken. Ja, genau, das wollte ich gucken. Okay, hier kann man nicht hin. War dieses Elefantending. Das sah ja von außen so aus, als ob man hin könnte. Okay, das wollte ich eigentlich nur wissen. Okay, ich glaube, wir haben wirklich alles gesehen. Das war die Unicorn World von der guten Sina. Hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Einsenden. Ich würde sagen, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Sina fandet. Und falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Allerdings kann es auch gut sein, dass bald ein Reset kommt und dann, das werde ich euch auf jeden Fall drüber informieren. Also keine Sorge, schickt ihn im Zweifel einfach erstmal ein und wenn dann der Reset kommt, schickt ihn einfach nochmal ein. Das ist ja an sich kein großer Aufwand. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.